Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu einem neuen Erste-Schritte-Video zu Elite Dangerous. Heute haben wir endlich ein Thema, das ich schon lange machen wollte, aber es ist nie dazu gekommen. Und zwar geht es um Kampf und beziehungsweise das Kampftraining, beziehungsweise wie Kampf vonstatten geht in Elite Dangerous. Ich habe das ein bisschen geschoben, weil das hat sich nie so richtig ergeben, denn Kämpfe herauszufordern ist eigentlich recht ungesund. Und das liegt auch daran, dass ihr ja mit Permadeath zu kämpfen habt, mehr oder weniger. Aber von vorn erstmal, also um euch in den Kampf zu stürzen, solltet ihr auf jeden Fall zwei Dinge haben. Und zwar gute Kampfsysteme zum ersten und zum zweiten ein gutes Schild. Und da gucken wir jetzt erstmal kurz in die Ausrüstung rein, was wir dort haben. Ich habe jetzt, wie ihr seht, ich habe hier jetzt eine Cobra MK3. Und das ist ein ganz gutes Allround-Schiff. Das kann man eben entsprechend outfitten, wie man will. In dem Fall können wir es jetzt auch als Kampfschiff ausrüsten. Da schauen wir mal bei den Aufhängungen rein, was ich da ausgerüstet habe. Ich bin eigentlich ein Verfechter von Strahlenlasern. Ich habe hier zwei Strahlenlaser schon mal verbaut, also links und rechts. In den großen Aufhängungen, mittleren Aufhängungen besser gesagt. Und dann noch ein Mehrfachgeschütz oder beziehungsweise zwei Mehrfachgeschütze auf der kleinen Aufhängung. So, ist alles irgendwo auch Geschmackssache, weil jeder wird euch da, vielleicht jeder Profi wird euch da was anderes sagen. Aber ich benutze eigentlich als Hauptwaffe auf jeden Fall den Strahlenlaser. Einfach deswegen aus zwei, oder vor allen Dingen aus einem Grund, weil der, man kann den durchgehend feuern. Das heißt, es gibt nicht nur eine Salve ab, sondern den kann man eigentlich komplett brennen lassen, bis er eben sich überhitzt. So. Und was auch wichtig ist bei einem Strahlenlaser, ist, dass der kardanisch aufgehängt ist. Das seht ihr an diesem ganz kleinen Symbol, jetzt in dem Fall bei jetzt hier unter dem 2D. Dieses, was aussieht wie ein abgerundetes Steuerkreuz, ein ganz kleines Symbol, und das sieht man auch hier nebendran bei der Beschreibung kardanisch. Das hat den Grund, dass ihr dann nicht genau zielen müsst. Das heißt, sobald ihr so grob in Richtung Gegner den anvisiert, zielt das Ding automatisch. Das ist so eine Art Auto-Aim im Grunde. Und darauf, das vereinfacht den Kampf extrem. Und deswegen habe ich auch hier, man sieht es hier mit diesem kleinen Symbol, alle meine Geschütze auf kardanisch. Und das ist mal das erste. Das zweite, da gehen wir zu intern optional rein, wir brauchen ein Schild. Ich habe das sogar in meinen Vierer-Slot, in den er so quasi mit den fast den höchsten optional-Slot reingepackt. Schildgenerator ist überlebenswichtig, klar, weil der fängt erstmal den ganzen Schaden auf, bevor er auf die Hülle geht. Ich habe jetzt hier einen 4C. Ich kann mal gucken, ob es in dieser Station sogar einen besseren gibt. In dem Fall wäre das ein 4B. Hier ist das Schildgenerator. Hier gibt es noch billigere. Schauen wir mal. Hier gilt übrigens eben auch, je höher, also je niedriger der Buchstabe, desto besser. In dem Fall, es gibt hier zwar einen 4A, interessanterweise. Der wäre besser, aber der kostet 1,6 Millionen. Das bin ich. Ist mir ein bisschen zu teuer. Es gibt auch welche in kleinerer Klasse, also eine 3A, aber weil ich jetzt EDE das sowieso in dem 4er-Slot habe, möchte ich natürlich auch einen 4er-Schildgenerator, um den Platz da zu nutzen. Das nur ganz kurz, also wie gesagt, nehmt einfach ein Schild, den ihr euch gerade so leisten könnt oder wo ihr sagt, okay, das kann ich mir leisten, das ist okay. Bei den Waffen dasselbe eigentlich, aber da müsst ihr auch gucken, was in den Stationen verfügbar ist, weil teilweise manche Stationen, je nach System, haben nur Schrott teilweise, aber andere haben auch Hightech-Sachen am Start. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Bevor ihr in den Kampf stürzt, solltet ihr wissen, was euer Ersatzwert ist, also eure Versicherungssumme von eurem Schiff. So, was ist das? Das ist die Summe, die ihr zahlen müsst, wenn euer Schiff zerstört wird, dann für den Fall, dass ihr euer Schiff wieder haben wollt, was eigentlich normal ist. Es ist so, wenn ihr zerstört werdet, dann werdet ihr in die letzte Raumstation versetzt und dann habt ihr die Wahl. Entweder fangt ihr von vorne an in der Sidewinder, das kostet dann nichts, aber das macht natürlich kein Mensch. Oder ihr kriegt euer altes Schiff mit dem alten Loadout, mit dem alten Outfit, was ihr bisher hattet. Allerdings kostet das Geld. Und deshalb solltet ihr immer gucken, dass ihr genug Geld habt, weil sonst könnt ihr euch das nicht leisten und dann seid ihr wirklich am Ende. So.
In dem Fall, der Ersatzwert steht hier unten rechts. Also mein Kontostand steht drüber mit 10 Millionen und drunter steht der Ersatzwert. Das heißt, mein Schiff ist 273.000 Credits wert, Versicherungssumme. Wenn ihr die Summe habt und euch die leisten könnt, dann wisst ihr, wenn ihr zerstört werdet, könnt ihr das, könnt ihr eben von der Versicherungssumme euch das Schiff wieder rekonstruieren lassen, beziehungsweise von der Versicherung einfordern. Der Wert steigert sich je nach Schiffsklasse und je nach Ausrüstung, die ihr drin habt. Also kurzum, ihr solltet gucken, dass ihr einfach ja, das Geld habt, weil sonst, wie gesagt, sonst ist es ganz schnell rum. So, jetzt ist die Frage, ihr könnt verschiedenste Sachen natürlich machen, um in den Kampf zu ziehen. Ihr könnt beispielsweise gucken in den Sternenhafendiensten. Dort gibt es genug Missionen, normalerweise auf dem schwarzen Brett beispielsweise, wo es heißt, der oder der wird gesucht, bitte den und den abschießen und der ist in dem und dem System. Und wo haben wir es denn? Haben wir jetzt echt keine passende Mission. Hier gibt es bloß was zu befreien. Ah, hier zum Beispiel. Hier wird bestimmter Piratenherr gesucht für 114.000 Credits. Und hier noch ein anderer. Das Problem bei diesen Missionen ist, ihr müsst zum einen denjenigen finden in dem System. Das heißt, ihr müsst immer unbekannten Signalen in dem System, in dem entsprechenden, nachgehen. Und dann müsst ihr gucken, wenn ihr, sobald ihr auf den getroffen seid, dass er euch zum einen nicht abhaut und zum anderen, dass er euch nicht wegputzt. Gerade so Piratenherren, die sind natürlich ein bisschen schwieriger. Das heißt, solche Missionen mache ich eigentlich normalerweise gar nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich machen. Ich will euch da nicht dran hindern, aber letztlich stehe ich da nicht auf solche Missionen. Was ihr auch machen könnt, ist einfach loszuziehen und einfach abzuknallen, was euch in den Weg kommt. Dann ist eigentlich ein Problem, also beispielsweise Händler, andere Schiffe. Dann habt ihr irgendwie ein Problem mit dem Gesetz. Dann kriegt ihr nämlich ganz schnell ein Kopfgeld und dann jagen euch andere Schiffe. Also auch nicht gut. Ergo solltet ihr euch eher konzentrieren, auf Piratenjagd zu machen, auf gesuchte Verbrecher quasi. Und die gibt es auch nicht zuhauf, aber hier und da in bestimmten Systemen. Bloß das Dumme ist, die finden oft euch und nicht ihr sie. Deshalb mein Tipp: Geht in ein System mit hoher Sicherheit. Das erkläre ich gleich, warum hohe Sicherheit. Also in dem Fall habe ich jetzt hier das System HIP 95256 und da steht bei Sicherheit in der Übersicht hoch, das ist gut. Und was perfekt wäre, ist, wenn es entweder ein Asteroidenfeld gibt, wie hier, oder noch besser, ein Ringplaneten oder zwei Ringplaneten, in dem Fall ist egal. Denn es ist so, bei Ringplaneten und bei Asteroidenfeldern, aber vor allen Dingen bei Ringplaneten, gibt es Minen- oder Abbau-Bergleute, also sprich Leute in Schiffen, die dort Bergbau betreiben. Also sprich an Felsen Zeug abbauen. So. Und das Coole daran ist, die werden magisch angezogen von Piraten. Also Piraten sind da sofort zur Stelle. Und genau da lauern wir auch auf. Und das ist das Interessante dran. Das heißt, ich starte jetzt einfach direkt und fliege einfach gleich mal zu diesem Ring. Beziehungsweise dem Ringplaneten, beziehungsweise, nee, eigentlich genau gesagt schon dem Ring am Ringplaneten, weil ich will nicht auf dem Planeten, was auch gar nicht geht, sondern ich untersuche mal den Ring. So. Okay. Der ist ein bisschen entfernt, ein paar Lichtsekunden. Das heißt, da springen wir gleich mal kurz hin. So, während wir jetzt dorthin fliegen, noch eine Kleinigkeit, die habe ich vergessen. Wenn ihr ein neues Waffensystem kauft, dann kriegt ihr auch eine Warnung, dass ihr das in einer Feuergruppe, beziehungsweise doch Feuergruppe heißt es, zuteilen sollt. Das heißt, ihr müsst euer neues Waffensystem an bestimmte Buttons koppeln. In dem Fall ist mein Strahlenlaser auf 1, also ihr könntet das auch wechseln. Also beide Strahlenlaser auf 1 und beide Mehrfachgeschütze auf 2. Das heißt, das ist eure Primär- und eure Sekundärwaffe, also 1 Primär und 2 Sekundär. Das heißt, das ist normalerweise standardmäßig auf den Schultertasten L2 und R2. Und wenn ihr Bock habt, oder wenn ihr noch mehr noch mehr Waffensystem an Bord habt, könnt ihr verschiedene Feuergruppen noch daraus machen. Das heißt, ihr könnt sagen, ihr wollt eine weitere Feuergruppe machen, also sprich eine andere Konfiguration
dann könnt ihr das auch hier machen. Also, das ist ein bisschen kompliziert, oder sehr kompliziert. Das ist je nachdem, je nach Fall, was ihr haben wollt. Beispielsweise, wenn ihr einen Minenlaser habt oder einen Abbaulaser, wollt ihr den vielleicht in einer anderen Feuergruppe haben oder in einem anderen Loadout sozusagen als eure normalen Waffensysteme. In dem Fall brauche ich das jetzt nicht. Also, ich habe jetzt einfach meine zwei Waffen auf 1 und 2 gelegt und das passt jetzt. Letztlich solltet ihr einfach nur wissen, auf welcher Taste welche Waffe ist. Das heißt, ihr solltet am besten, wenn ihr ein neues Waffensystem habt, das erstmal austesten und zwar aber nicht direkt in der Station, weil sonst werdet ihr sofort abgeschossen, sondern ihr flieht erstmal vielleicht ein Stück weit weg von der Station. Dann kommt ihr aus der waffenfreien Zone raus. Da kommt eine Meldung. Oder irgendwo im Weltall springt ihr kurz hin und dann aktiviert ihr mal die Waffensysteme und dann guckt ihr einfach mal, was. Ja, wie sich die Waffen machen und wie sie sich verhalten vor allen Dingen. So, jetzt kommen wir langsam an den Ringplaneten, an den ich hin will. Und hier gibt es ein paar Sachen. Hier werden schon ein paar Sachen von meinem Scanner markiert. Und zwar außerhalb von den Planeten an dem Ring beispielsweise. Wenn ich das hier beispielsweise, das ist das, was ich gesucht habe. Ein Rohstoffabbaustandort. Das ist genau das, was ich will, weil, wie gesagt, das zieht Piraten an. Hier ist noch ein Rohstoffabbau-Standort und da steht gering dran. Ja, das ist nämlich die Intensitätsstufe sozusagen. Es gibt verschiedene, ich sag mal, heiße Zonen und kalte Zonen. Also bei gering ist beispielsweise wenig los und bei hoch natürlich mehr. Und dann gibt es eben noch, was gibt es noch? Gefährlich und dann gibt es, glaube ich, noch heikel. Nee, irgendwie heißt das noch anders. Aber das will ich. Ich gucke jetzt mal um den Planeten rum, weil ich habe, glaube ich, hier, genau hier ist, habe ich was gesehen. Den hier. Sie nur kurz um den Planeten rum. Da ist nämlich noch ein System hoch. Na, vielleicht soll ich nicht ganz so nah ranfliegen. Und das ist eigentlich ganz okay. Hoch bedeutet, dass es da die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Piraten auftauchen. Und da ist einfach, weil einfach mehr los ist. So. Und jetzt kommt eben das ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe noch. Es sollte in einem System sein, in dem die Sicherheit hoch ist. Deswegen, weil es dort Polizeischiffe gibt. Und die Polizeischiffe passen eigentlich auf, dass die Piraten nicht zu viel Unsinn machen. So. Und das ist das Coole, denn ihr könnt euch quasi mit dranheften. Ihr könnt der Polizei quasi helfen und damit euer Risiko mit minimieren, dass ihr abgeschossen werdet. Weil normalerweise die Piraten sind beschäftigt mit den Polizeischiffen und nicht mit euch. Und ihr mischt bloß ein bisschen mit. Aber ihr kriegt trotzdem die Kopfgeldprämien. Das ist natürlich extrem praktisch und ja, relativ risikolos. Das heißt, ja, ihr müsst quasi nicht gucken, ihr müsst nicht die ganze Arbeit machen, kriegt aber trotzdem die Belohnung. Oh, jetzt bin ich zu schnell. Ich muss mal kurz abbremsen. Ich mache immer so ein Zickzack-Manöver nach oben und nach unten, solange bis ich runtergebremst bin. So, jetzt kommen wir langsam in das immer näher an das Ringsystem. Was auch immer fasziniert, wie groß das dann ist. Okay, und dann können wir den Dropout machen. So, jetzt sind wir im Ringsystem. Moment, ich guck mal da schnell. Hier sehen wir es. Und der Planet ist, glaube ich, hinter uns. Für den Fall, dass ihr sowas noch nie gemacht habt, guckt unbedingt mal in so ein Ringsystem von den Planeten. Das ist einfach immer, finde ich, immer wieder eine spektakuläre Aussicht. Und ja, und weil es ein Abbauort ist, sieht man schon, da hinten ist schon ein Schiff, eine Python. Die ist tödlich sogar. Und die ballert auch gerade, aber man sieht schon, die bewegt sich nicht. Das heißt, sie baut gerade Rohstoffe ab an den Asteroiden. Das heißt, das ist ein harmloser Typ. Und der Scan, also ich habe das mit per Dreieck das Schiff anvisiert. Ich sehe auch per Scan auf der linken Seite, dass der Typ zwar tödlich ist, aber sauber. Das heißt sauber, also er hat keine Akte sozusagen. Was haben wir hier? Wir haben ja ein Federal Assault Ship. Der ist auch tödlich. Das ist ein gesuchter Typ. Das ist interessant. Der macht gleich Jagd auf den scheinbar. Ihr seht schon, es ist grundsätzlich so, wenn ihr in so einem Feld ankommt, solltet ihr erstmal euch umschauen. Was ist die Lage? Was geht hier vor? Und wo solltet ihr zuschlagen? Manchmal gibt es auch Kämpfe. Hier zum Beispiel beginnt gerade ein Kampf. Manchmal gibt es Kämpfe, das solltet ihr vielleicht nicht mitmischen, weil die Gegner zu schwierig sind. Aber manche Kämpfe, das solltet ihr euch einfach mit dranhängen.
Das ist ein Diamondback Explorer. Da bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir deswegen nicht sicher, weil normalerweise sollten hier auch Polizeischiffe sein, die aber gerade nicht sind, da sind. Aber die kommen normalerweise regelmäßig hier vorbei und mischen natürlich die Piraten auf, normalerweise. Aber es ist jetzt immer egal, wir boosten da mal hin. Ich schaue mir das mal aus der Nähe an. Und ihr werdet doch sehen, die Typen sind beschäftigt untereinander und die wollen gar nichts von euch. Und das sind sie schon, das sind die Polizeischiffe. Schiff der Systembehörden. Und die mischen jetzt schon den Typen auf, diesen Andrew Jaeger. Und der ist noch gut drauf, das heißt aber, nichtsdestotrotz, wir fahren mal die Waffensysteme aus. Und wir machen jetzt hier mit. Das ist ein gutes Ziel. Und wir halten volle Kanne drauf. Und ihr seht schon einen kleinen Vorteil, dass ich zwei verschiedene Waffensysteme habe. Denn der Strahlenlaser, der erhitzt sich. Das seht ihr eben an der Anzeige, wo Strahlenlaser dran steht. Und während der abkühlt, benutze ich einfach mein anderes Waffensystem. Oh. Energiespitze gemessen. Das heißt, der Typ will abhauen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir setzen dem weiter zu. Wir müssen nur aufpassen, da müsst ihr richtig aufpassen, dass ihr auf gar keinen Fall das Polizeischiff trefft. Weil sonst. Oh! Das war's. 85.000, das war meine fette Prämie. Das ist schön. Und zwar, obwohl wir nicht abgeschossen haben, aber wir haben mitgemischt. Und ich glaube, da gibt es ein Zeitlimit. Wenn ihr, glaube ich, innerhalb von den letzten 20 Sekunden vor der Zerstörung mit das Schiff auch getroffen habt, dann kriegt ihr auch die Kopfprämie mit. Und das wird auch hier bei den Transaktionen angezeigt. Hier. Kopfgeld. Kopfgelder, das kann ich vielleicht später noch zeigen. Kopfgelder tauscht ihr einfach in der nächsten Station ein. Das heißt, sie geht dort auf Kontakte und tauscht das dann ein. Aber wir sind hier noch nicht fertig, denn ja, wir können hier weiter rummischen. Mitmischen, wollte ich sagen. Dazu will ich gerne mal was sagen zum Radar. Wenn ihr jetzt mal unten in der Mitte guckt, seht ihr verschiedene Radarkontakte. Und ein Quadrat bedeutet, das ist ein Schiff. Ein Dreieckssymbol bedeutet, dass das ist auch ein Schiff, aber das hat seine Waffensysteme aktiviert. Das heißt, ihr wisst schon mal, ah, da könnte was sein. Das Problem ist, das kann auch sein, dass das nur ein Schiff ist, das gerade die Abbaulaser aktiviert hat und Rohstoffe abbaut. Und deswegen könnt ihr dann nicht immer danach gehen. Das heißt, ihr müsst eher auf Sicht gehen, wo gerade Action ist. Hier ist mal wieder Action am Start. Das schauen wir gleich mal. Und genau, wichtig ist, das ist super wichtig, das ist absolut wichtig. Ihr müsst jedes Schiff, bevor es zerstört, müsst ihr unbedingt scannen und nur die Typen aufmischen, die auch tatsächlich gesucht sind. In dem Fall ist das ein Utopia-Aufseher. Was tut denn der da? Na egal, wir mischen damit. Und ihr seht auch schon, warum ich eben die kardanisch gelagerten Laser eingebaut habe. Eben, ich muss nur ganz grob in die Richtung zielen von dem Gegner und schon kriege ich den. Wobei er jetzt aktuell tatsächlich ein Störsystem aktiviert hat, um genau das auszuschalten. Macht aber nichts, wir warten einfach so lange ab. Und dann kriegen wir ihn. Jetzt ist wieder eine Überhitzung von meinen Systemen und ich sollte auch mal ein bisschen meine per Steuerkreuz meine Schiffssysteme ein bisschen verlagern, weg vom Antrieb und hin zu den. Oh, ups, mein Schild ist off. Okay, gut, aber ich lass mal kurz wegboosten. Das ist nämlich nicht gut. Müsst immer einen Blick drauf behalten, wie euer Schiffsstatus ist, also dass sie dir eben rechts neben dem großen Radar. Und in dem Fall verziehe ich mich jetzt. Also, das müsst ihr auch quasi lernen. Ups. Okay. Dass ihr auch mal flüchtet. Das heißt, ihr müsst das echt lernen, weil es ist nicht bis Gedeih und Verderb, dass ihr an einem dran bleibt und den jagt. Wenn ihr euch aufmischt, flieht. Einfach flieht. Einfach in die Gegenrichtung, boosten, was geht. Und notfalls auch in Super Cruise und dann ab. Weg. Weg. Und mein Schild hat sich jetzt regeneriert so langsam. Könnte vielleicht wieder ein bisschen mitmischen.
Oder er wurde schon in. Ja, das ist nicht mein Ziel. Ne, das ist mein Ziel, glaube ich. Ja, er müsste auch immer gucken. Ah ja, genau. Er ist rot markiert, das heißt, das ist ein feindlich Gesinnter. Genau, das ist der Gesuchte. Okay, dann hauen wir mal wieder ein paar Laser drauf. Oh, fast gestriffen. Man hat ihn fast nicht gesehen, wahrscheinlich weil er auch eine dunkle Lackierung hat. Okay, Lu, grundsätzlich, wenn ihr im Zweikampf seid, gibt es ein paar Regeln zu beachten. Also, ihr solltet niemals von vorne anfliegen, also sprich, wenn der auf euch zufliegt, solltet ihr ausweichen. Und euch natürlich hinter den setzen. Logisch, wie das in einem normalen Luftkampf ist. Was ihr übrigens nicht vernachlässigen solltet, ihr habt auch Schubdüsen nach oben, unten und nach links und rechts. Vor allen Dingen die nach oben und unten. Ah, solltet ihr beachten. Und das zeige ich vielleicht besser an, wenn ich näher an einem, ja, beispielsweise einem Asteroiden bin. Ich kann zum Beispiel hier jetzt nach unten ausweichen. Oder eben zur Seite. Und das könntet ihr eben im Kampf genauso ausnutzen. Das heißt also quasi, wenn einer auf euch zukommt, weicht ihr einfach nach unten aus und wie sieht ihn trotzdem nach oben weiter an. Das heißt, ihr umrundet ihn quasi damit. Das könnt ihr auch natürlich gerne üben bei Asteroiden. Ihr könnt eben auch so einen Asteroiden nehmen und den umkreisen. So, das ist eine ganz, ganz nette Übung. So, passt bloß auf, dass ihr nicht woanders hin stoßt. Und natürlich Schub. Schub ist auch noch wichtig im Kampf. Am besten ist es halber Schub, also so wie jetzt hier, in dem blauen Bereich. Deswegen, dann ist nämlich euer Schiff am besten manövrierfähig. Und ihr schießt dann nicht übers Ziel hinaus, weil wenn ihr Vollgas gebt, ist es so, dass ihr meistens am Ziel vorbeifliegt. Es ist oft genug so. Also lieber halber Schub und Null Schub ist auch schlecht, dann bleibt ihr stehen, dann seid ihr nämlich ein ganz, ganz leichtes Ziel. Ergo, halber Schub ist gut. Manchmal nur wenigen Situationen würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weniger Schub geben, aber ansonsten eher ausweichen und ein bisschen Schub oben, unten, links, rechts geben. Was ist noch zu beachten? Genau, noch ein paar Sachen. Moment, dazu muss ich jetzt erstmal kurz stehen bleiben. Eure Schiffssysteme. Per Steuerkreuz könnt ihr eure Schiffssysteme umschalten. Das seht ihr rechts auf der rechten Seite. Also in verschiedenen Konfigurationen. Und wenn ihr da gar keine Ahnung habt davon, erkläre ich es euch nochmal. Das obere ANT besteht für Antrieb. Das heißt, ihr könnt Energie auf den Antrieb geben. Das heißt, jetzt beispielsweise habe ich volle Priorität auf den Antrieb. Das heißt, mein Schiff reagiert schnell und beschleunigt schnell und geht auf hohe Geschwindigkeit. Allerdings sind die anderen Systeme dafür vernachlässigt. Beispielsweise eben Waff. Waff besteht in dem Fall für Waffensysteme natürlich. Das heißt, wenn ihr kämpft, wollt ihr natürlich mehr Energie auf die Waffen haben, dass die Waffen effektiver sind und auch schneller laden. Dann gibt es noch Sys auf der anderen Seite. Das ist System. Das sind eure Bordsysteme, wie gut die mit Energie versorgt werden. Da ist auch der Schild mit dabei. Das heißt, je nach Phase, je nach Kampfphase solltet ihr verschiedene Systeme aktivieren. Also, beispielsweise logischerweise setzt ihr viel auf die Waffensysteme. Ich resette das mal mit Steuerkreuz nach unten, dann wird wieder alles gleich versorgt mit den zwei Punkten. Jeweils, also System, Antrieb und Waffen sind mit zwei Punkten versorgt. Wenn ihr mit Steuerkreuz nach unten drückt, dann. Wenn ihr angreift, geht ihr natürlich ein bisschen oder möglichst viel auf Waffensysteme. Macht ihr auf, ja, 4 zum Beispiel, dann habt ihr gute Waffensysteme und könnt rumballern. Wenn ihr angegriffen werdet und in die Verteidigung müsst, wollt ihr lieber was auf System geben, weil damit euer Schild ein bisschen verstärkt wird. Und wenn ihr auf der Flucht seid, dann solltet ihr alles in den Antrieb stecken. Antrieb, volle Power, Boost und so lange wegfliegen von allem, bis ihr in den Supercruise dürft. Das heißt, sobald die Massesperre aufgehoben ist, ganz rechts seht ihr die Anzeige dazu, geht es sofort in den Supercruise und haut ab. Das gilt auch für wenn ihr von Piraten überrascht werdet und ihr habt keinen Bock drauf auf irgendwelche Gefechte, dann macht ihr das. Und das sind jetzt erstmal so die anfänglichen Tipps für die Piratenjagd. Ich werde es auf jeden Fall nochmal, auf jeden Fall noch ein bisschen hier auf Jagd gehen und danach werde ich mir noch die Belohnung holen, weil ich habe jetzt schon zwei Abschüsse
und damit schon 100.000 Credits Kopfgeld. An eurer Stelle würde ich auch zumindest mehrere Abschüsse machen. Und erst wenn euer Schiff lediert ist, beispielsweise meins ist schon ein bisschen kaputt. Ich habe jetzt nur noch 84% von meiner Schiffshülle, aber ich würde sagen, es geht schon noch, dass ich hier ein bisschen weiter mitmischen kann. Das heißt, jetzt gucke ich mal ein bisschen hier rum. Beispielsweise wäre es das hier. Okay, der ist sauber, der tut nichts. Im Gegenteil, der bleibt sogar stehen, was bedeutet, dass der Typ praktisch Minenarbeiter ist und jetzt gleich wahrscheinlich Rohstoff abbaut an diesem Asteroiden. Schauen wir mal, ob er das gleich macht. Nein, tut er nicht. Also oft genug benutzen die dann einfach ihren Laser und lösen dabei einfach Rohstoffbrocken raus aus den Asteroiden und nehmen die mit. Eine Tätigkeit, die ihr übrigens selber machen könnt. Also da müsst ihr nicht nur zuschauen, wenn ihr einen entsprechenden Abbaulaser habt, könnt ihr das auch selbst machen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo es wieder einen Krisenherd gibt. Aktuell gibt es keinen, aber ich hänge mich jetzt einfach an das Polizeischiff dran, also das Schiff der Systembehörden in dem Fall heißt das. Und da hinten sehe ich schon was, da ist schon was am Gange. Gleich mal hinboosten und gleich mal ein bisschen die Waffensysteme versorgen. Okay, das ist ein ziemlich knackiger Gegner. Ja, der ist tödlich. Also das Ranking, das der hat, sein Ruf. Und ein Federal Assault Ship ist ein ziemlich knackiger Gegner. Da würde ich jetzt erstmal kurz abwarten, bis der ein bisschen weiter geschwächt ist. Das sieht man ja auf der linken Seite hier. Seine Schilde sind fast unten oder er hat noch 100% Hülle. In dem Fall, wir könnten einfach tatsächlich abwarten, bis die Polizei einfach ihren Job hier macht. So lang, bis der so geschwächt ist, dann hauen wir nur noch ein paar Salven rein und kriegen trotzdem die Belohnung. Also das ist so ein bisschen Camping, was man hier betreibt, aber und irgendwie hinterhältig, aber naja. Er hat immer noch vollen Schild. Ja, das ist eine ziemlich knackige Nuss, der Typ. Ach, egal. Ich mische jetzt mit, damit ihr auch seht, was hier abgeht. Und das ist eben der Vorteil. Der ist jetzt normalerweise absolut beschäftigt damit, die Polizei aufzumischen. Er sieht in uns die geringere Bedrohung und deshalb greift er uns gar nicht an. Das ist so ein bisschen wie die Borg. Okay, jetzt sind seine Schilde unten. Dann können wir ein bisschen mitmischen, aber wie gesagt, passt auf, dass ihr nicht vor seine. Oh, der ist gleich fertig, der ist gleich fertig, den haben wir. Yeah! Wow, was für eine schöne Explosion und auch noch 126.000, das hat sich richtig mal gelohnt. So. Und das sind seine Trümmer. Wow, okay. Okay, damit würde ich sagen, damit sind wir hier erstmal fertig. Passt auf jeden Fall tierisch auf, dass ihr nicht die Polizeischiffe beschießt, weil sonst seid ihr gleich hinüber und dann hat sich das Ganze nicht gelohnt. Wie gesagt, es ist irgendwo gefährlich. Okay, wir sind jetzt hier fertig und ich werde jetzt auf jeden Fall gleich zurückspringen und ich gucke mal in der Systemkarte zur nächsten Station. Das ist die hier. So, flieg dorthin und hol mir meine Belohnung ab, denn man sieht es hier bei Transaktionen, ich habe 226.000 Credits Kopfgeld und das will ich jetzt natürlich haben. Also, erstmal weg hier. Erstmal weg von dem Asteroidenfeld, beziehungsweise dem Ringsystem. So, wieder die Energie auf den Antrieb legen, weil wir jetzt brauchen wir den Antrieb. Und booste ich noch ein bisschen weg, dann ist die Massesperre weg und dann kann ich. Oh, ich wollte gerade sagen, mein Supercruise. Aktivieren, aber ich kann ich nicht, weil natürlich meine Laser noch ausgefahren sind und die deaktivieren wir mit Viereck. Nur Viereck, standardmäßig zumindest. Oder mit der Klassiksteuerung ist das, glaube ich. Dann werden die eingefahren und dann könnt ihr in den Supercruise gehen. Jetzt bin ich gelandet an der nächsten Station und da gehen wir gleich mal in die Sternhafendienste rein. Und bevor wir irgendwas anderes machen, wird erstmal das Schiff aufgetankt. Und
eigentlich auch repariert. Das Dumme ist, das ist so eine kleine Station, da kann man hier, das ist nicht verfügbar in dem Fall, aber das ist wichtig. Das heißt, ihr solltet eigentlich eine Station euch aussuchen, wo ihr das könnt. Das heißt, an jeder größeren Station solltet ihr euer Schiff reparieren können. In dem Fall kann ich das jetzt nicht. Ebenso auch auffüllen. Das heißt, wenn ihr eben beispielsweise Geschütze habt, die aufgefüllt werden müssen, also da kann ich die Munition wieder auffüllen. Kostet auch nicht viel. So. Das mal wichtig, die Schnellwartung. Und dann gehen wir zu den Kontakten. Denn bei den Kontakten, dann sieht man es schon, mit der Obrigkeit, den Kontakt, der erste Karteireiter. Da haben wir schon alle Kopfgeldbescheinigungen einlösen. 226.605 Credits, jawohl, die wollen wir haben. Her damit. Und es kommt eine Message, das ist auch sehr gut, denn da schauen wir mal. Wir haben eine Rufveränderung hier in diesem System. Nämlich die Yharam Allied Fraktion hat sich der Rang verbessert auf akzeptiert. Okay, naja. Und was auch sein kann, dass ihr befördert werdet, dass euer Rang, dass euer Kampfrang erhöht wird. In dem Fall hatte ich das zuletzt schon. Beförderung zu zumeist harmlos. Von harmlos zu zumeist harmlos. Ja, das ist zumindest mal was. Ja, das ist eine militärische Beförderung. Die könnt ihr auch nachgucken im rechten Menü hier drüben bei Status. Das seht ihr auch eure drei verschiedenen Ränge, beziehungsweise vier Ränge sind es: Kampfrang, Handelsrang, Erkunderrang und der CQC-Rang, falls ihr das überhaupt spielt. Das habe ich bisher gar nicht gespielt. Und ich bin jetzt eben beim Kampfrang zumindest die erste Stufe aufgestiegen. Das ist übrigens wichtig, weil erst dann kriegt ihr bestimmte Missionen. Und ihr könnt euch erst dann auch für eine Fraktion entscheiden, falls ihr das wollt. Also ihr könnt auch weiter fraktionsfrei bleiben, das ist egal. Aber es gibt eben im Universum oder in der Milchstraße hier drei große Fraktionen, denen ihr euch anschließen könnt. Aber das ist auch schon das fortgeschrittene Spiel. Das ist jetzt erstmal kurz zum Kampf und ja, die Erklärung der Guide zu den Kämpfen, zumindest zu den anfänglichen Kämpfen. Es gibt natürlich viel, viel mehr noch darüber zu berichten und darüber zu wissen. Aber wie gesagt, das soll jetzt erstmal euer Anfang sein. Und vielleicht erleichtert euch das den Einstieg, weil es ist vor allen Dingen am Anfang, finde ich das extrem frustig, die Kämpfe, weil man natürlich ganz schnell auch sterben kann. Und dann eben viel Geld lassen muss, einfach deswegen, weil es einfach nicht hinhaut. Und wie gesagt, damit mit diesen Rohstoffabbauzonen bei hoher Sicherheit, da könnt ihr zumindest relativ schnell einfache Abschüsse kriegen. Das war's vorne, dem Erste-Schritte-Video. Hoffe ich, hat es euch gefallen und danke, dass ihr bis zuletzt dran geblieben seid. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Darüber würde ich mich freuen und dann sieht man sich vielleicht gerne beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.